Für die CDU-CSU das Wort. Vielen Dank, Herr Präsident, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen. Wenn es ein Thema gibt, das alle westlichen Industrienationen gleichermaßen beschäftigt, dann ist es die Frage, wie wir damit umgehen, dass wir alle immer älter werden, dass immer mehr Leben jenseits der Regelaltersgrenze bleibt und dass es immer weniger Junge und immer mehr Alte gibt. Daran ist nicht diese Regierung schuld und nicht die vorherige. Das sind europaweite Phänomene. Und wir hatten nie den Anspruch, mit diesem einen Flexi-Rentengesetz all diese Probleme zu lösen. Wir drehen an einer Stellschraube, und an dieser Stelle wird unser Rentensystem auch tatsächlich besser. Wir müssen darauf reagieren, dass immer mehr Menschen länger arbeitsfähig und auch länger arbeitswillig sind. Wir müssen darauf reagieren, dass immer mehr Menschen mit 65 oder mit 67 sich noch zu jung fühlen, um in den Ruhestand zu gehen. Und wir müssen auch darauf reagieren, dass es Unternehmen mitunter schwer haben, genug geeigneten Nachwuchs zu finden. Wir haben schon einiges unternommen in dieser Großen Koalition, mit einem Rentenpaket zu Beginn der Legislaturperiode. Und damit haben wir bereits Verbesserungen für Millionen Versicherte erreicht, Herr Kollege Kurt. Immobilität, Unbeweglichkeit kann man dieser Großen Koalition in der Rentenpolitik, weiß Gott, nicht vorwerfen. Ich darf Sie daran erinnern, wir haben eine bessere Absicherung für Erwerbsgeminderte, wir haben eine Anhebung des Reha-Budgets angepasst an die demografische Entwicklung. Wir haben erreicht eine bessere Anerkennung der Leistung derjenigen, die durch ihre sehr langen Beitragszeiten einen großen Anteil daran haben, dass die Rentenversicherung solide dasteht mit der sogenannten abschlagsfreien Rente mit 63. Und wir haben auch dieses, ein Verdienst dieser Koalition mit der Mütterrente, eine Gerechtigkeitslücke geschlossen bei der Anerkennung von Erziehungszeiten. Die Leistung von Frauen, die Kinder großgezogen haben, wird seitdem besser anerkannt. Gerade diese Frauen hatten es schwer, durch unterbrochene Erwerbsbiografien zu einer auskömmlichen Rente zu kommen. All diese Verbesserungen haben unser Rentensystem schon gerechter gemacht. Und jetzt also die Flexi-Rente. Wir machen die Teilrenten viel einfacher und anwendungsfreundlicher. Die Teilrente und der Hinzuverdienst werden flexibel und individuell miteinander kombinierbar. Der Hinzuverdienst wird in einer Jahresbetrachtung stufenlos bei der Rente berücksichtigt, auch bei der wegen verminderter Erwerbsfähigkeit. Damit machen wir dieses Modell deutlich, deutlich interessanter und vergrößern die Wahlfreiheit, die Freiheit des Einzelnen. Wir geben dem individuellen Versicherten mehr Freiheit. Dagegen kann man ja eigentlich nichts haben. Zweitens möchten wir auch die Wahlfreiheit derer vergrößern, die bereits in Rente sind, sowohl bei der vorgezogenen Altersrente wie auch nach der Regelaltersgrenze. Und das bedeutet zum einen, wer eine vorgezogene volle Rente bezieht und weiterarbeitet, erhöht dabei auch künftig seinen Rentenanspruch. Und zum anderen bedeutet das, dass wir nun ermöglichen, auch nach Erreichen der Regelaltersgrenze auf die Versicherungsfreiheit zu verzichten. Wir setzen also starke Impulse, weiterzuarbeiten, denn nur wenn sich das Weiterarbeiten lohnt, wird es auch eine echte Option. Als Kulturpolitikerin, die ich auch bin, freue ich mich übrigens auch darüber, dass diejenigen, die in der Künstlersozialversicherung versichert sind, auch künftig die Möglichkeit haben, nach der Regelaltersgrenze weitere Entgeltpunkte zu sammeln. Da fallen die Renten ohnehin nicht so besonders üppig aus in diesen Branchen. Und das kann dem einen oder anderen auch weiterhelfen. Sie sehen, wir stellen mit dem vorliegenden Gesetz den einzelnen Versicherten noch mehr in den Mittelpunkt als bisher. Er bekommt mehr Flexibilität, mehr Freiheit bei der Planung seines Ruhestands oder beim Planen des Übergangs in den Ruhestand. Und das hilft allen, auch denen, die in Zeiten des hohen Fachkräftebedarfs vielleicht gerade die älteren Arbeitnehmer brauchen, um das Unternehmen am Laufen zu halten. Meine Damen, meine Herren, schon jetzt ist jeder siebte Rentner in Deutschland erwerbstätig aus unterschiedlichen Gründen, manche auch wirklich einfach deswegen, weil sie noch arbeiten wollen. Und mit der Flexirente können Rentner erwerbstätig bleiben, freiwillig Beiträge einzahlen und mehr Rente beziehen. Arbeitgeber müssen für ihren Flexirentner keine Beiträge mehr in die Arbeitslosenversicherung zahlen. Das heißt, die Flexirente macht unser Rentensystem moderner, individueller, generationengerechter. Sie hilft den Arbeitgebern, sie hilft den Arbeitnehmern, sie hilft den Alten und sie hilft den Jungen. Und deshalb ist dieses Gesetz, das wir heute verabschieden, ein gutes Gesetz. Herzlichen Dank.